herzlichen Dank an alle Ungeimpften. Dank euch droht der nächste Winter im Lockdown. Denn momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften, die über das 2/3 der Geimpften bestimmen. Es gibt die positiven Anreize, das ist die Bratwurst. Und dazu kriegt man dann die Impfung. Genau. Und dazu kriegt man dann Bratwurst. Tyrannei. Zunächst einmal wäre es ja absurd, wenn wir Geimpfte und Ungeimpfte gleichstellen würden. Herzlichen Dank. Ich kann ja nicht jemanden, der keine Gefahr für andere darstellt, genauso behandeln wie denjenigen, der eine solche Gefahr darstellt. Tyrannei. Herzlichen Dank. Geimpft, geboostert. Bratwurst. Und geimpft, geboostert. Tyrannei. Herzlichen Dank. Sind die wenigsten die kleinen Querdenker. Zu prügeln sind diese Menschen. Kinder sind noch schlimmer als Aluhutträger in der sächsischen Fußgängerzone. Zu prügeln sind diese Menschen. Zu prügeln. Herzlichen Dank. Zu prügeln. Herzlichen Dank. Zu prügeln. Das heißt, es ist absolut korrekt. Zu prügeln. Herzlichen Dank. Es handelt sich um eine Pandemie der Tyrannei. Ungeimpften. Und wenn man jetzt sagt, meine kleine Angst ist mir wichtiger als das Ganze, dann muss man damit leben, dass man eben Zutritt verliert zu bestimmten Bereichen der Gesellschaft. Bratwurst. Tyrannei. Ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben. Tyrannei. Ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben. Zu prügeln. Raus. Anders geht das jetzt nicht mehr. Benett ist es nicht, ich weiß. Zu prügeln. Anders geht das jetzt nicht mehr. Absolut korrekt. Wurst. Raus. Prügeln. Lockdown. Tyrannei. Raus. Prügeln. Absolut korrekt. Wurst. Raus. Prügeln. Lockdown. Tyrannei. Raus. Prügel. Absolut korrekt. Wurst. Raus. Prügel. Lockdown. Tyrannei. Raus. Prügel. Absolut korrekt. Wurst. Raus. Prügel. Lockdown. Tyrannei. Raus. Prügel. Lockdown. Es soll dem Verhalten der benannten Leute angemessen sein. Lockdown. Dass, wenn sie sich abspalten wollen, raus. Sie wohl kaum jemand vermissen würde. Ihr seid jetzt raus. Herzlichen Dank. Markus Häni, ich hätte für dich ein Angebot und vielleicht möchtest du es ja annehmen. Wir könnten zusammen zur nächsten Impfung gehen. Wie wäre denn das? Oh, du meinst eine Wurst essen? Gab es das auch bei euch in der Schweiz? Ich habe letzthin ein Bild gesehen, glaube ich, bei Robert Malone, und das war ein cooles Meme. Da hat jemand, eine Familie hat ihre Kinder geimpft, und zwar indem sie den Fernsehapparat aus dem Haus geworfen hat. Also bei so einer Impfung bin ich dabei, das habe ich natürlich schon längst gemacht, aber natürlich würde ich mit dir nicht zu einer Corona-Impfung gehen. Ich nehme an, das würdest du ja auch nicht, hoffe ich doch. Genau. Und ich habe ja auch sonst nichts in der Hinterhand, ne? Also wie du ja richtig sagst, entweder gibt's dann die Bratwurst oder ich habe gehört, in Österreich, in Wien gab's einen Besuch im Bordell, das wurde angeboten. Es gab ja auch in Vergnügungspark Möglichkeiten, irgendwie umsonst irgendwas zu fahren. Ich weiß nicht, hast du irgendwas mitgekriegt? Und die zweite Frage wäre, wie findest du das, dass man einen mündigen Bürger mit sowas anlocken will? Was sagt das über die Regierung und über Bild auf uns? Thema Impfung. Ich habe mich schon im Sommer 2020 eigentlich auf Facebook, auf öffentlichen Medien, auf Social Media, Entschuldigung, habe ich mich ausgesprochen gegen die Impfung, weil ich habe damals schon gewusst, es läuft eigentlich alles auf die Impfung hinaus. Das ganze Ziel dieser Pandemie war letztlich, eine Impfung zu verbreiten. Das war mir klar. Ich habe immer davor gewarnt. Ich habe mich dann natürlich auch gewehrt gegen die Erpressung, die staatliche Erpressung. Also entweder impfst du dich oder du darfst halt nicht an der Gesellschaft teilnehmen. Und das ist natürlich totalitär. Das ist faschistisch in letzter Konsequenz. Ich habe das auch immer wieder geäußert. Haben natürlich danach entsprechende Schwierigkeiten bekommen. Ich habe mich selbstverständlich nie geimpft. Ich war aber auch nicht in der Situation, wo ich diesem Druck dann irgendwie standhalten musste, weil zu dieser Zeit war ich nicht mehr in der Schule, als dann die Impfung startete. Und ich weiß aber, dass auch an Schulen die Lehrer und Lehrerinnen sehr stark damit erpresst wurden. Und es ist faktisch einfach ganz klar eine Erpressung, und es war ja jüngst an der Abstimmung über die körperliche Freiheit und Unversehrtheit im Abstimmungsbüchlein wieder so die Rede von, ja, das war kein Impfobligatorium, aber das ist ja wieder eine dieser Lüge. Wenn etwas obligatorisch ist und ich etwas machen muss,
Und wenn ich es nicht mache, ich dann irgendwie bestraft werde, ist das natürlich ein Impfobligatorium. Und das ist meiner Meinung nach, ich glaube, nicht das ganz erste Mal in der Geschichte. Es gab, glaube ich, schon irgendwo früher. Lass schon uns mal da eins. Mal ganz kurz, lass mich einhaken, Markus. Ja. Du galoppierst ganz schnell. Ja, Entschuldigung, ich rede zu viel, dass ich. Nein, nicht, du redest nicht zu viel. Da waren ganz viele spannende Begriffe und da möchte ich auch einhaken drinnen. Aber lass uns nochmal diese Frage uns zusammen angucken. Was sagt es denn über eine Regierung, wenn sie solche vermeintlich verlockende Angebote macht, bis dann hingehend, erstmal gab es ja freundliche Angebote, ja, aus Sicht der Regierenden. Dann gab es, wie du richtig sagst, diese Erpressungen. Also es gab ja verschiedene Phasen. Aber was sagt es denn grundsätzlich? Wie betrachtet uns da Regierung? Möchtest du so betrachtet werden? Die Regierung betrachtet uns natürlich als Masse, die man irgendwohin bewegen kann. Also wir sind natürlich eine Manipulationsmasse. Und das hat ja gewirkt, weil es ist ja offensichtlich geworden, dass viele Menschen sich tatsächlich manipulieren ließen mit meiner Meinung nach billigsten Methoden. Oder du darfst jetzt nicht mehr in ein Restaurant, Pech gehabt, weil du nicht geimpft bist. Da habe ich natürlich gesagt, ja gut, ich kann ja auch zu Hause essen. Das ist so die billige Manipulation. Und das andere ist natürlich schon ein massiver Druck. Du verlierst jetzt deinen Job, wenn du dich nicht impfen lässt. Ich kenne viele Menschen, die im Gesundheitsbereich gearbeitet haben und die einfach vor die Wahl gestellt werden. Okay, du darfst jetzt weiterarbeiten, wenn du dich impfen lässt, und sonst verlierst du deinen Job. Und das ist Diktatur, das ist totalitär, das ist eigentlich massiver Eingriff in die persönlichen Freiheiten, die ja in unserer Verfassung, die ja immer wieder so sogar gefeiert wird, die sind dort garantiert und die werden einfach mit Füßen getreten. Und das ist ja eigentlich passiert in den letzten 3 Jahren, immer wieder. Und viele Leute wissen das, du weißt das, wir wissen das. Circa 30% wissen das und 70% weiß es, glaube ich, nicht, weil es natürlich in den Medien ja nicht so berichtet wird. Aber es ist klar, die Meinung, überhaupt die verfassungsmäßigen Rechte wurden schon früh einfach ausgehebelt. Ja, die Menschen wissen es nicht, aber sie haben ja da auch eine gewisse Eigenverantwortung, sich Informationen zu holen, ja. Also es ist ja nicht so, dass der Mensch an sich, der mündig ist, sich einfach nur beriesen lässt von den üblichen Medien, sondern sich ja, gerade wenn so eine riesige, wenn etwas in der Gesellschaft steht, was man vorher noch nicht gekannt hat, so eine Krise, so eine Bedrohung dasteht, dann würde ich doch sagen, informiere ich mich doch mal umfassender. Sowas erlebt man ja auch nicht alle Tage. Ich denke, es gab in den ersten 2 Jahren, also so seit 20 oder vielleicht im ersten Jahr, gab es vielleicht für viele Leute wenig Möglichkeiten, sich alternativ zu informieren. Ich habe jetzt nicht so die ganze Geschichte der alternativen Medien, wo wir ja jetzt eigentlich auch drin sind, und ich zähle jetzt mal die Freien auch zu einem hochwertigen, schönen neuen Medium. Die gab es ja in der ersten Zeit noch nicht, und dort gab es ja eigentlich die Möglichkeit. Es gab das Internet. Du konntest ja im Internet, das Internet auf Telegram. Telegram. Viele Leute haben natürlich rechtzeitig erfahren, dass Telegram ein schlechtes Medium ist, weil ja. Ich wollte gerade sagen, ne? Wurde rechtzeitig diffamiert, damit man natürlich da auch bloß nicht hingeht. Also ich habe auch viel darüber nachgedacht in den letzten Jahren, und der Vorwurf stimmt schon, den du nennst. Man kann sich selber informieren, man hätte die Gelegenheit gehabt, aber es ist anstrengend und man muss ein gewisses Standing haben als Mensch, um auch dagegen zu halten gegen andere Menschen und zum Beispiel seine eigene Meinung auch zu vertreten, zum Beispiel in Gesellschaft. Und man muss den Mut haben, die Manipulation der Medien auch irgendwie zu hinterfragen oder einfach auch grundsätzlich mal zu überlegen, Moment, bin ich wirklich sicher, dass das, was jetzt hier geschrieben wird,
Stimmt, das gilt natürlich auch für die alternativen Medien. Ich finde, man kann alles zunächst mal glauben, und wenn man es aber richtig wissen will, muss man dann auch selber Nachforschungen machen. Und ich habe das natürlich in der ersten Lockdown-Zeit, hatte ich viel Zeit und habe mir halt wirklich durch Lesen von Büchern, nicht nur von Medien, einfach sofort ein Bild gemacht. Und das stimmt, das kann natürlich jeder, aber ich bin im Moment auch eher pessimistisch, was die Gesellschaft angeht, auch seit der letzten Abstimmung. Es ist, glaube ich, immer schwieriger, die Menschen zu einer anderen Meinung zu bringen oder nur zum Hinterfragen der eigenen Meinung. Ja, aber ist das etwas, wie blickst du darauf? Ist das etwas, das du verurteilst, wo du eine gewisse, also es ist ja schon rauszuhören, du findest ja auch Begründungen für die anderen, das signalisiert mir, du hast ein gewisses Verständnis, oder wechselt es auch? Bist du auch manchmal wütend, dass zu wenige das wirklich erkannt haben? Denn diese Menschen haben ja auch dann gefehlt, ja, in der Protestbewegung, im Widerstand. Also wie blickst du da auf diese Gruppe? Ja, es ist eigentlich so, wie du sagst, dass es sind zwei Haltungen, die ich habe. Also ich unterscheide immer, okay, was ist das für ein Mensch? Was arbeitet der? Hat der überhaupt Muße? Hat der Freizeit, irgendetwas zu tun nach Feierabend, außer sich aufs Sofa zu legen und erschöpft zu sein? Hat er eine gewisse Offenheit des Geistes? Und bei den Leuten, da verurteile ich das natürlich vor allem auch dann, wenn man mir zum Beispiel nicht zuhört und ich nur ein, zwei Argumente bringe und die sofort okay, das mag ja sein, aber ich will davon nichts wissen. Also diese Haltung, zurückschrecken. Ich will davon nichts wissen. Das verurteile ich aufs Schärfste. Ja, genau. Und das glaub, hast das du öfters erlebt in dieser Zeit, Markus? Ja. Dass Leute zurückschrecken, dass sie nicht mit dir in die Debatte, ich meine, wir kennen es alle, ich möchte nur wissen, wie ausgeprägt war das bei dir? Ja, ich kann so ein bisschen erzählen von dieser Zeit vor der Kündigung in der Schule, weil die Kündigung hatte so ein bisschen eine Vorgeschichte. Wenn du erlaubst, möchte ich ein paar Dinge dazu sagen, wenn das die Zeit erlaubt. Ja, gerne. Und gib uns auch die Einordnung. Ja, man hört es ja dir an, du kommst aus der Schweiz, du bist dort Lehrer gewesen. Mhm. Und genau, dass nur unsere Zuschauer auch wissen, wie deine berufliche Situation gewesen ist und aus welchem Kanton kommst du eigentlich, Markus? Das kann ich gerne machen, wenn das in deinem Sinn ist. Ich schaue, dass ich da nicht so lange werde. Weil ich habe mir nämlich jetzt vor der Sendung noch kurz, also ich habe gemerkt, ich sollte vielleicht ein paar Dinge aufschreiben, was ist überhaupt wann passiert, weil es ist wirklich sehr lange her und ich hatte lange auch keine Lust mehr, mich damit zu beschäftigen. Aber ich mache es jetzt für die Zuhörer, Zuhörerinnen einfach so ein bisschen kurz, dass man weiß, wer ich bin, wie kam das zu dieser Kündigung. Also ich habe von 2006 bis 2021 im Kanton Aargau an der Schule in Wohlen, an der Kantonsschule, gearbeitet als Lateinlehrer mit einem halben Pensum. Die andere Hälfte habe ich in einem Museum gearbeitet, wo ich mit kleinen Kindern Erlebnisangebote gemacht habe. Den Job habe ich übrigens auch verloren. Das nur am Rande. Jetzt diese Schule, die hatte 120 Lehrkräfte und circa 800 Schüler. Und ich war sehr gut integriert in der Schule. Ich war ein sehr geschätzter Kollege. Ich habe mich auch kulturell engagiert. Es gab dort einen Kulturverein. Dort war ich Präsident und dieser Kulturverein hat Kleinkunst veranstaltet. Ich sage das drum, weil meine Corona-Kritik hat dann natürlich auch dazu geführt, dass ich dann nicht mehr Präsident war dieses Vereins. Also es ist so, eigentlich bis zum Jahre 20 war ich ein sehr geschätzter Kollege. Und dann kam Corona und ich habe mich dann zunächst mal auf Facebook persönlich in meinem Namen, also mit meinem Profil, das ja kein Lehrerprofil war, habe ich mich
geäußert, zum Teil auch sehr mit heftigen Worten. Ich war einfach empört und wütend. Und jetzt kommt eben etwas Interessantes. Also du warst empört und wütend, bevor wir zu dem kommen, was du jetzt sagen willst, bereits im Gedächtnis. Über was warst du jetzt so wütend? Ach so, für mich ist das selbstverständlich. Also einerseits war, aber gut, dass du fragst, einerseits war ich wütend über den Lockdown, weil ich habe den Beruf sehr gerne gemacht und ich konnte eigentlich nicht damit umgehen, dass man jetzt online die Schüler unterrichten muss. Weil ich habe einfach gesagt, dass dieser Virus, das ist ein Witz. Ich glaube das alles nicht. Ich weiß, worauf das hinausläuft, weil ich habe mich natürlich früher mit all diesen sogenannten Pandemien, mit dieser Schweinegrippe, Vogelgrippe etc. immer befasst. Und ich bin an sich einfach ein sehr kritischer Mensch, auch seit 9/11. Ich weiß, was der Staat alles machen kann, wenn er was erreichen will. Und ich habe mich dann einfach empört, weil schon auch mein Leben irgendwie halt einfach nicht mehr so war, weil ich einfach nicht mehr mit den Jugendlichen unterrichten durfte, weil dann all diese Einschränkungen kamen, diese Abstände in der Öffentlichkeit. Also weil plötzlich die Regierung so viel Macht über dein Leben hatte, wie sie vorher nicht hatte. Könnte man das so beschreiben? Es war nicht so sehr der Faktor, dass jetzt die Regierung etwas Böses macht. Ich fand es einfach in meiner Logik und in meinem Verstand, fand ich es einfach so alles absurd einerseits. Und ich fand auch die ersten Blicke der Menschen, die misstrauischen Blicke, als ich keine Maske trug etc. Und ich fand, ja, warum soll ich jetzt Abstand halten? Diese misstrauische Stimmung, das hat mir irgendwie auf die Seele geschlagen. Und dann war ich natürlich empört einfach. Ich mache ein Beispiel. Es war mal im Sommer die Rede, dass die Abstandspflicht im Kanton Luzern überprüft werden dürfe von Kantonspolizisten. Und zwar so, dass die sogar auf private Terrassen gehen durften und dort die Abstandspflicht überprüfen. Und dort habe ich mich mal empört auf Facebook und habe gesagt, das sind Scheißbullen. Ich war dann halt wirklich so ein bisschen unkontrolliert und ich habe gesagt, es sei ein totalitärer Staat. Und interessant ist, dass von Anfang an Leute, Eltern oder Schüler diese Posts gelesen haben und das natürlich sofort denunziert haben dem Schulleiter. Wie ich dann eben. Aber jetzt sagst du das natürlich sofort. Ist das so natürlich? Kanntest du Menschen vorher so, dass sie denunziert haben, diffamiert haben? Oder referierst du jetzt, ja, das war dieses Klima und in dieser Zeit war das dann natürlich? Also mein Menschenbild war nicht so vorher. War es deins? Das ist nicht ein Menschenbild. Also ich sage es das so, weil ich einfach schon nach ein paar Monaten gemerkt habe oder auch gelesen habe von einzelnen Vorfällen. Es wird ja denunziert. Ich glaube, ich war damals auch im Kanton Uri, war ich oft, weil ich dort eine Freundin hatte und dort hat man auch so ein bisschen Geschichten gehört. Ja, der Nachbar, da musst du aufpassen, wenn der dich sieht. Und so, ich habe einfach gemerkt, es ist ein Klima des Denunziantentums, das wahrscheinlich immer mehr wird. Und ich habe einfach so vermutet, okay, wenn ich jetzt das schreibe, wird dann vielleicht irgendein Lehrer oder eben ein Elternteil das vielleicht lesen, weil ich hatte natürlich viele Freunde auf Facebook, sicher einige hundert. Und da waren natürlich auch Schüler, Schülerinnen und Lehrer dabei. Und ich war mir bewusst, Moment mal, die könnten das natürlich weiterleiten. Aber ich musste das einfach tun, was in meinem Gewissen steht und ich konnte mich einfach nicht zurückhalten. Und es war dann wirklich so, dass diese Leute dann denunziert haben, immer wieder. Und das wurde mir dann irgendwann auch zum Vorwurf gemacht um Schulleiter. Und das finde ich schon. Diese Leute haben, was heißt diese Leute? Also es waren bestimmte Eltern und haben die sich dann
Also die Gruppe hat sich dann vergrößert oder waren das so von Anfang an eine bestimmte Eltern, die das dann weiter konsequent verfolgt haben? Ich weiß es nicht. Ich konnte das auch im ganzen juristischen Prozess nie herausfinden. Vielleicht war es auch eine Schutzbehauptung des Schulleiters. Es war aber dann schlussendlich aktenkundig, dass er verschiedene Telefonate hatte. Das heißt, das geht ganz einfach. Hier in der Schweiz, ich behaupte jetzt mal, das ist hier in der Schweiz relativ verbreitet. Oh, da rufe ich doch den Schulleiter an. Und haben Sie gehört, der Herr Hähni, der ist doch bei Ihnen angestellt. Der hat das und das geschrieben. Und der Schulleiter hat das dann gehört und hat gesagt, ja, okay, ich nehme das zur Kenntnis. Er hätte auch sagen können, was fällt Ihnen überhaupt ein, den Herrn Hähni zu denunzieren. Das hat er natürlich nicht gemacht. Und das ist so dieses, das ist etwas, was mich dann unglaublich auch genervt hat. Und es hat mir kein Lehrer, das ist das Zweite, was ich sagen will, keiner meiner Kollegen und Kolleginnen hat jemals offen zu mir geredet und hat gesagt, du Markus, das, was du geschrieben hast, das finde ich schon ziemlich heftig. Also das hat auch niemand die Diskussion gesucht. Man hätte ja sagen können, also da bin ich ja schon ganz anderer Meinung. Also es ist eher so dieses freundlich, nett, sich im Lehrerzimmer begrüßen. Und ich weiß bis heute nicht, wer von diesen Menschen, die mich freundlich immer noch behandelt haben, hat dann nicht hinter meinem Rücken etwas dem Schulleiter gesagt. Und das war eigentlich auch also so der Anfang. Also sie waren jetzt nicht zu dir ungut. Das ist ja jetzt spannend. Also sie waren weiterhin zu dir, wie du sagst, freundlich. Ja, das stimmt. Ich wurde auch später, als der Widerstand größer wurde, auch als ich im Lehrerzimmer auch manchmal probierte zu diskutieren, die waren nicht gegen mich mit zwei, drei Ausnahmen. Also man ließ mich eigentlich in Ruhe. Später gab es natürlich mehr misstrauische Blicke, weil ich zunächst keine Maske getragen habe. Dann musste ich ein Visier tragen und ich war der Einzige in der Schule, der ein Visier trug. Und manchmal habe ich sie halt, wenn ich drei Schritte machte, vielleicht abgezogen oder nicht sofort angezogen. Und so diese Blicke, die gab es dann schon. Aber es gab nie so einen offenen Streit mit einer Ausnahme, da komme ich später dazu. Ja. Wie kam es, dass, also war das Visier ein Kompromiss, damit du weiter dort arbeiten kannst? Nee, das war ein langer Kampf. Da, es war so, es ist eine ganz lustige Geschichte. Die Maskenpflicht kam, glaube ich, im August 2020 an unserer Schule. Also das ist gleich nach den Schulferien. Und ich wusste das, dass ich sicher irgendwann eine Maske tragen müsse. Und ich habe Asthma, also ich habe medizinische Gründe, um keine zu tragen. Und ich beging im Mai zu meinem Hausarzt, der überhaupt kein Verschwörungstheoretiker und kein Schwurbler ist. Das ist ein sehr normaler, anständiger Hausarzt. Und er hat dann, nachdem ich ihm mein medizinisches Problem erklärt habe, sofort einen Test geschrieben. Das hatte ich mal in der Tasche, weil ich wusste, das wird irgendwann aktuell. Und als es dann aktuell wurde in der Schule, habe ich das freundlicherweise meinem Schulleiter zu Beginn des Schuljahres geschickt. Und dummerweise hat mein Hausarzt auf diesem Attest den Begriff Covid-Affäre benutzt. Nicht irgendwie, er hat geschrieben, im Rahmen der Covid-Affäre ist es dem Markus Hähni untersagt, eine Maske zu tragen. Ich weiß bis heute nicht, warum er Covid-Affäre geschrieben hat. Und diese Formulierung, die hat dann bei meinem Schulleiter ein ziemliches Misstrauen ausgelöst. Und es gab dann ganz klar den Druck, also entweder, Markus, unterziehst du dich einer zweiten ärztlichen Untersuchung, und zwar bei einer von ihm bestimmten Ärztin, oder wir zwingen dich, die Maske zu tragen. Und ich habe mich dann einen Monat lang mit verschiedenen Schreiben einfach gewehrt dagegen. Ich habe gesagt, schau mal, ich habe einen Test. Du hast erstens kein Recht, dass ich den Hausarzt von seiner Schweigepflicht entbinde, und du hast auch nicht das Recht, mich zu einer zweiten Untersuchung zu verpflichten. Das ist ein gültiges ärztliches Zeugnis. Irgendwann wurde es dem Schulleiter zu bunt.
Und ich erinnere mich an ein Gespräch, wo er wirklich massiven Druck ausgeübt hat. Er hat mich am Ende eines Tages in sein Büro bestellt und dann stand er vis-à-vis von mir und hatte drei Dinge in der Hand. Eine Maske, ein Kündigungsschreiben und ein Aufgebot von dieser Zweitärztin und hat also wirklich in ganz, ganz also schlimmen, massiven Worten gesagt, schau mal, du hast diese drei Möglichkeiten. Entweder ziehst du ab morgen eine Maske an oder ich kündige dir heute fristlos, das ist ein absoluter Bullshit, hätte er gar nicht machen können, oder ich schicke dich jetzt nächsten Dienstag zu dieser Ärztin, entscheide jetzt. Und ich habe mir geweckt, ich habe gesagt, das ist eine absolute Schweinerei und musste dann aber doch klein beigeben und ging dann zu dieser Ärztin. Und die hat dann tatsächlich mein Leiden bestätigt. Und so ist dann das Arztzeugnis quasi für gültig erklärt worden von ihm. Und ich musste dann aber dennoch ein Visier anziehen, also seine Plexiglasscheibe bis hierher. Das war der Kompromiss. Also das ist wirklich so ein massivster Druck von ihm und er hat dann immer in der Kündigung oder in den Interviews bei der Kündigung hat er gesagt, ja, Markus und ich waren in sehr konstruktiven Gesprächen und ich hatte sehr viel Geduld und habe ihn immer wieder darauf hingewiesen und das ist schlicht eine Lüge. Also es kam wirklich extrem viel Druck schon seit August 2020. Und kanntest du ihn vorher so? Oder hat er sich dadurch auch verändert in dieser sogenannten Pandemie? Man muss vielleicht erklären, dass in den Kantonsschulen so seit circa 10 Jahren die Schulleiter eigentlich nicht mehr Pädagogen sind. Das war früher anders, sondern das sind Leute aus der Wirtschaft oder in seinem Falle aus der Rechtsprechung. Also er war Jurist. Er hat mal an der Universität Vorlesungen gehalten und er war ursprünglich selber auch an der Schule früher und er hat einfach, als der neue Schulleiter gewählt werden musste, diesen Job bekommen. Und es ist so, dass man dadurch, dass er eben kein Pädagoge ist und dass er auch ein bisschen zurückhaltender ist und nicht viel mit den Lehrern spricht, sondern einfach Direktiven gibt, man kennt ihn relativ wenig, er ist auf der Oberfläche ist es sehr ein freundlicher Mensch, aber er wurde dann schon immer bestimmter. Also es ging dann nicht mehr um Verständnis signalisieren für irgendetwas, sondern es ging ihm immer nur um die Normen, um die bundesrätlichen Verordnungen, die Reglemente, die er einhalten musste, hat dann jeden Entscheid dann irgendwie so juristisch begründet, aber es war schon sehr hart. Also er ist sehr tough und er hat dann auch in diesem Gespräch gesagt, ja schau mal, ich habe das Recht dazu, du hast eigentlich keine Chance. Also das ist schon überhaupt nicht irgendwie auf gleicher Stufe, also ziemlich so von oben herab. Ja. Ja, nun ist es aber auch nicht so, dass alle Pädagogen die großen Menschenfreunde sind. Also eher im Gegenteil, ich war sehr frappiert, sehr erschüttert, wie wenig Lehrer, Pädagogen, Erzieher sich für die Kinder eingesetzt haben. Ja. Und zwar in dem Sinne, dass das Corona-Regime nicht Einzug hält an den Schulen und wenn, dass man doch möglichst menschlich miteinander umgeht. Aber da gibt's ganz andere Geschichten. Das ist auch etwas, was mich sehr bestürzt hat. Ich habe mich auch wirklich sehr oft dahingehend geäußert, oder? Und ich habe mich auch immer gefragt, ja, du als Pädagoge, gerade mit kleinen Kindern, es ist doch einfach nicht möglich, dass du einverstanden bist, dass man deinen Kindern, also deinen Schulkindern, eine Maske überzieht. Das kann doch einfach nicht sein. Also wir kennen die Argumente gegen die Maskenpflicht. Ich meine, es ist nicht mal nur so die rein medizinischen, sondern wenn man in der Schule ist und Sprachen lernt und das Gegenüber, der Lehrer, die Lehrerin ist eine Bezugsperson. Es gibt ja diese Experimente, wo den Eltern gleich nach der Geburt ihres Kindes eine Maske übergezogen wird und man sieht dann die Reaktion von kleinen Kindern. Das ist einfach ein Terror. Und ich habe mich dann immer gefragt, ja,
Lehrer, steht doch mal zusammen, warum sind nicht Lehrer an einer Schule, zum Beispiel an einer kleinen Schule, warum sind nicht mal 20 Lehrer, es gibt solche kleinen Schulen, nicht mal aufgestanden, haben gesagt, schau mal Schulleiter, wir sind einfach nicht einverstanden. Und der hätte ja nicht alle 20 Lehrer entlassen können. Und es gab dann halt eben immer nur Einzelne, oder? Die Priska war eine, es gab dann in der gleichen Zeit zwei, drei andere, die auch etwas gemacht haben, aber richtig so eine Bewegung in den Schulen, das gab's nicht. Und ich war wirklich auch entsetzt über meine Lehrerkollegen. Also dieses Normdenken, ja, es ist halt so, es ist im Reglement und wir müssen das halt einfach tun und wir hinterfragen doch das nicht. Das kann ja sein, aber ich möchte meine Ruhe und ich möchte das erfüllen, was da im Reglement steht. Das hat mich schon unglaublich genervt. Aber andererseits habe ich damals zumindest so im August 2020 habe ich eigentlich schon gefunden, ja, ich möchte eigentlich diese Stelle irgendwie behalten und vielleicht geht ja das dann irgendwann vorbei. Und ich habe dann halt versucht, also das Beste zu machen. Ich interveniere nur ganz kurz, weil du einen Namen nanntest. Und ich will unsere Zuhörer darauf hinweisen, dass Priska Würgler hier ja. ein Gespräch geführt hat, eine wunderbare Lehrerin aus der Schweiz, die eben auch nicht mehr als Lehrerin arbeitet, sondern das großartige Magazin Die Freien inzwischen herausgibt. Und man kann dieses Video auch in der Reihe Gretchen entschwärzt sehen. So, das ist der kurze Werbeblock. Und jetzt weiter. Danke für die Erkenntnis, Markus. Ja. Genau. Also wo war ich stehen geblieben? Du warst entsetzt, ne? Also warum? Ich war entsetzt. Aber trotzdem wolltest du, hast du ja jetzt gesagt, da noch durchgehen, weil du dachtest, ja, das hört ja auch irgendwann mal auf, hoffentlich. Ja, auch weil ich mich im Mai 2020 den Verfassungsfreunden angeschlossen habe. Ich war dort im Vorstand. Die Verfassungsfreunde, das vielleicht auch für die, die das nicht mehr wissen, das war ein politischer Verein, der 2020 gegründet wurde und der zwei Abstimmungen gegen die Covid-Maßnahmen zustande brachte und der sehr politisch aktiv war. Ich habe mich dort sehr engagiert und mein Balanceakt eigentlich seit so August 2020 war eigentlich, diese politische Tätigkeit außerhalb mit meiner schulischen Tätigkeit zu vereinbaren. Das hat geheißen, okay, ich trage alle Maßnahmen mit an der Schule. Das heißt, ich werde mich dort nicht politisch äußern, habe ich auch nie gemacht. Aber ich habe auch mit dem Schulleiter das so vereinbart. Er wusste, dass ich in diesem Verein bin und dass ich in der Öffentlichkeit eigentlich mich politisch gegen seine Schulpolitik engagiere. Das heißt, in der Schule, in dieser Kantonsschule, waren ganz klar die üblichen Corona-Vorgaben mit Abstand, mit Maskenpflicht etc. Und das war ein Balanceakt, der ging eigentlich recht gut. Es gab immer wieder mal so Grenzüberschreitungen, die er mir vorgehalten hat. Also wenn ich mal ein Interview gegeben habe, hat er gesagt, ja, also er wäre jetzt froh gewesen, wenn ich das ihm vorher gesagt hätte, aber das ging eigentlich alles glatt. Und der Auslöser für den Konflikt, das war ein Mail von mir. Also ich habe auf dem Schulaccount ein Massenmail versandt, wo ich für das Referendum gegen die Covid-Maßnahmen, also für die Abstimmung, die bevorstand, geworben habe. Es war ein sehr differenziertes Mail. Ich habe einfach meinen Kollegen diese Vorlage vorgestellt und ich war so dumm, das auf dem Schulaccount zu tun und ich habe das sogar auf diesem Schulaccount, also ein Massenmail, waren sogar noch die stellvertretenden Schulleiter, die heißen Prorektoren und natürlich hat der Schulleiter das mitbekommen, auch weil es ihm Lehrer natürlich gesagt haben. Und dann habe ich eine sogenannte Abmahnung erhalten. Eine Abmahnung ist eine Art, eine Ankündigung, wenn ich jetzt mich nicht anständig betrage in den nächsten Monaten, dann muss ich mit einer Kündigung rechnen. Und man kann sagen, das ist ein korrekter Entscheid. Ich habe diese Abmahnung eigentlich auch
hingenommen, weil an sich war das ungeschickt von mir und ich habe auch nicht protestiert dagegen. In der Abmahnung, das war im September 20, stand dann eigentlich das, was ich schon gemacht habe, ich solle mich, also ich muss die beruflichen Tätigkeiten und die privaten Ansichten strikte trennen. Das heißt, ich darf zum Beispiel keine Flyer verteilen an der Schule, ich darf keine Infrastruktur benutzen für zum Beispiel Flyer kopieren, logisch, so diese Dinge. Ich darf natürlich im Unterricht nicht Propaganda machen, habe ich alles verstanden, habe ich auch gar nie gemacht. Also meine Schüler wussten von meiner Überzeugung eigentlich überhaupt nichts. Ich habe ja Latein unterrichtet, das war sowieso kein Thema. Und das war Inhalt dieser Abmahnung. Und das war dann für mich klar, okay, dieser Balanceakt, der ist jetzt halbwegs geregelt. Und ich habe gefunden, ja gut, ich mache das ja, also ist ja eigentlich kein Problem. Und dann kam eigentlich eine Episode im November 2020. Das war ein Mobbing der schrecklichsten Art für mich. Da kam ein Kollege, ein Geschichtslehrer, mit dem ich im Vorbereitungszimmer der Schule, das war ein großes Zimmer für 5 Menschen, mit dem ich jeweils vorbereitet habe, also in den Pausen oder da, wo ich keinen Unterricht hatte. Und er hat dann beim Schulleiter urplötzlich Beschwerde erhoben, dass er sich nicht mehr sicher fühle, weil ich nur ein Visier trage. Und daraufhin hat mich der Schulleiter in ein Büro, ein ganz kleines, dunkles Büro im Keller verfrachtet. Ich habe natürlich protestiert dagegen, weil ich habe gesagt, Moment mal, aus epidemiologischer Sicht, auch aus Sicht der Betriebsordnung an der Kantonsschule, ist das alles absolut richtig, was ich mache, weil die Abstände waren so circa 3 Meter, also dieser Mensch, der sich beschwert hat, der ist über 3 Meter von mir entfernt gesessen und zwar immer mit dem Rücken zu mir. Und trotzdem hat er dafür gesorgt, dass ich aus diesem Büro quasi in ein Einzelbüro komme. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, das geht so nicht weiter. Ich kann an dieser Schule nicht mehr weiter, weil das ist einfach so eine Verfrachtung aus den Augen, aus dem Sinn. Moment, da hat nur ein Visier, ich fühle mich nicht sehr wohl. Und dass ich mich nicht mehr wohl fühle, das hat dann keine Rolle mehr gespielt. Ja, und das war so das kurz vor Weihnachten. Das ist ja auch würdelos, ja. Also das... Lass uns doch mehr auch in dieses Innenleben einsteigen. Ja, wir schauen uns jetzt, wir betrachten viel jetzt von außen, was dir passiert ist. Und ich weiß noch viel zu wenig und deshalb auch die Frage, was dann mit dir los war. Du sagst öfters, ja, da war ich genervt. Was meinst du damit? Also ist das wirklich so ein passender Begriff, denke ich mir gerade, weil wenn ich jetzt so erfahren würde, wie mit mir umgegangen wird, auch jetzt in diesem Kontext, dass ich einfach in so ein Zimmer verfrachtet werden soll. Was war da in dir los, Markus? Es war zutiefst, ich meine, es war einfach verletzend. Also weißt du, ich habe einfach gemerkt, nicht nur wegen dieser Episode, sondern im Laufe der Zeit, gerade in diesem Winter, immer mehr, ich bin ein sehr feinfühliger Mensch. Also ich merke einfach Schwingungen. Ich sehe alle Blicke von Menschen, die auf mir lasten. Ich sehe, dass das Lehrer mir auch aus dem Weg gehen, abgesehen von einem freundlichen, ja, hallo Markus. Und diese Stimmung auf den Gängen, alle Schüler und Lehrer mit diesen Masken und ich der Einzige mit dem Visier. Und es war einfach so etwas, was mich sehr bedrängt hat. Es gab so eigentlich so im Brustraum wirklich so eine permanente Beklemmung. Und natürlich bin ich jeden Tag immer wieder so in die Schule gegangen und habe gedacht, oh, was kommt jetzt wieder vom Schulleiter? Habe ich am Wochenende vielleicht wieder irgendwas, keine Ahnung, falsch gemacht in seinen Augen? Das war so diese allgemeine Stimmung. Und ich habe einfach gemerkt, ich merke auch nicht, sind die Leute eigentlich, oder gibt es gewisse Lehrer, die überhaupt eine Meinung haben? Gibt es gewisse Leute, die zum Beispiel gleicher Meinung sind wie ich? Ich war ja viel in der Zeitung, ich habe viele Interviews gemacht und eigentlich wussten alle,
was ich für eine Meinung hatte. Und es ist mehr so dieses Schweigen, einfach das nicht zur Kenntnis nehmen, dass da ein Mensch ist, der sich ernsthaft Sorgen macht um die Gesellschaft, dass da auch ein Mensch ist, der immer weiter ins Abseits gedrängt wird. Es kommt dazu, dass ich eben als Präsident dieses Vereins quasi zurücktreten musste. Also musste, der Schulleiter hat es mir empfohlen. Ich habe gesagt, ja gut, wenn da alle finden, ich sei fehl am Platz. Es kommt noch was anderes dazu. Ich war in dieser Zeit in einem Chor im Vorstand und auch da hat man mich quasi rausgeschmissen, weil man gefunden hat, ja, also du mit deinen Meinungen, das passt nicht mehr, dass du da im Vorstand bist. Und es ist so wie das Gefühl, dass ganz viele Menschen ziehen den Schlussstrich unter mich. Weißt du, dass sie einfach sagen, ja gut, also das und ist das der Markus. Das hattest du ja vorher noch nicht im Leben, nehme ich an. Das kanntest du so nicht, weil du sagtest ja auch, du warst beliebt. Es war eine neue Erfahrung für dich, Markus, dass immer mehr Menschen sagen, nee, wir wollen dich jetzt nicht dabei haben. Ja, genau. Das ist auch etwas, was mir vor 2 Monaten, als dieses Bundesgerichtsurteil rauskam, eben mit der Bestätigung, dass die Kündigung rechtens war, das ist auch wieder in mir hochgekommen. Das glaube ich, dieses Gefühl, dass einfach ganz viele Menschen, natürlich, es gibt auch Beziehungen, wo jemand einen Schlussstrich zieht, das kennt man im Leben, das ist klar. Aber wenn in so kurzer Zeit eben ein ganzes Kollegium, ein Chor, ein Verein und dann noch diese zweite Arbeitsstelle, also Menschen, wo ich auch ganz gute Menschen gekannt habe, mit denen ich sehr eng war, wenn die plötzlich einfach sagen, ja gut, wir verurteilen dich nicht, aber du bist jetzt einfach weg. Und das Allerschlimmste war eigentlich dann bei der Kündigung selber. Es gab 3 oder 4 Menschen von 120, haben sich überhaupt nach mir erkundigt, als ich im Februar 21 per sofort freigestellt wurde. Das muss ich mir mal vorstellen. Das sind 120 Lehrpersonen. Und es gibt dort Lehrer, mit denen habe ich engsten Kontakt, habe extrem vieles erlebt, in und außerhalb der Schule. Ich habe sogar deren Kinder manchmal gehütet. Also ich kenne die Familie extrem gut. Also viele Leute, von denen ich gemeint habe, das sind wirklich gute Freunde. Die haben nicht mit einem einzigen Satz gefragt, oh, das ist schade, oh, oder wie geht's dir jetzt? Das waren 4 Lehrer per Mail und bei allen anderen bis heute ein eisernes Schweigen. Und das hat mich das wirklich extrem verletzt. Ja. Verletzt? Traurig gemacht? Wütend gemacht? Sehr, beides? Sehr traurig, wütend. Es ist verletzend, absolut. Und hast du denn versucht, du bist ja jemand, der im Dialog bleiben will, so verstehe ich dich. Hast du versucht, dennoch Brücken zu schaffen oder hast du gemerkt, da ist etwas, was unüberwindbar ist, da komme ich einfach nicht hin? Ich habe es mit einem gewissen Segment von Menschen versucht, weil ich in diesem Chor weiter singe. Das ist ein Chor, der hat sein Übungslokal eben an dieser Kantonsschule und dort sind zumindest eine ehemalige Lehrerin und es ist der ehemalige Vorstand, mit dem ich mich wieder so ausgesöhnt habe, sagen wir mal, aber mit den anderen Lehrkräften, da habe ich dann auch nichts mehr versucht. Ich habe nur einmal nach der Kündigung, weil das alles sehr schnell ging, habe ich eigentlich an alle ein Mail geschrieben und habe sie dort drin aufgeklärt, warum ich mir gekündigt wurde und dass ich sie sehr geschätzt habe und einfach so eigentlich sehr versöhnliche Worte zum Abschied. Und ich habe denen aber auch gesagt, dass ich es eigentlich auch sehr schade finde, dass niemand sich irgendwie erkundigt hat. Also man muss es schon sehen, 15 Jahre an dieser Schule und der Mensch ist plötzlich nicht mehr da, aber keinen interessiert es eigentlich. Warum nicht? Und das verstehe Frage ich bis ist heute ja, nicht. Markus, ja, ob das jetzt jeden nicht interessiert hätte, er hat sich vielleicht nicht getraut, ja. Also ich glaube schon, dass viel mehr Menschen an der Seite
gestanden sind, als man vielleicht denkt, aber eben im Stillen. Ja, das bringt uns natürlich da nichts, ja. Aber genau. Könnte man nicht auch darüber nachdenken, dass das schon der eine oder andere mehr sich gefragt hätte, wo du jetzt bist und wie es dir geht? Ja, aber siehst du, das ist der Punkt. Weißt du, ich glaube, es waren auch sehr viele gegen diese Maßnahmen. Aber warum sagt das niemand? Warum hat es niemand in all diesen Jahren gesagt? Und das weiß ich ziemlich sicher. Das hat niemand je, ich sage jetzt mal, die Schnauze aufgemacht. Und das ist für mich, Enttäuschung kann man nicht sagen, weil ich habe eigentlich, ehrlich gesagt, von der Schule oder von den Angehörigen der Schule genau diesen Eindruck. Also die Schule ist einfach eine staatstragende Institution. Und gerade in Kantonsschulen sind die Leute einfach staatstragend. Das heißt, ja gut, wenn das der Staat sagt, ich sage da sicher nichts dagegen. Natürlich, man kann privat anderer Meinung sein, aber das bringt ja eine Gesellschaft nicht weiter. Oder es bringt uns nicht weiter, wenn einfach alle schweigen. Wenn jemand, der schweigt, stimmt ja eigentlich zu. Und das, also es ist meine Einstellung. Ja. Ja, ich bin da völlig bei dir, Markus. Und ich denke, die allermeisten, die uns zuhören, auch. Und jeder hat auf seine Weise den Mund aufgemacht oder Widerstand geleistet. Nur ist es ja bis heute für mich die spannende Frage, was können wir von den anderen überhaupt? Ja, können wir überhaupt irgendetwas erwarten? Ja, können wir etwas fordern? Jeder geht natürlich seinen Weg und natürlich enttäuscht es, wenn man, ja, wir waren ja die Minderheit, ja, die Minderheit, die diffamiert wurde. Und dein Beispiel zeigt, wie das in einem Alltag eines Menschen sukzessive in eine völlige Isolation führt, wenn man zu seiner Meinung steht, die abweicht von der Regierung. Man muss einfach sehen, der Punkt, erstens die Meinung der Regierung. Ich glaube, wir reden von einer Ideologie. Eine Ideologie muss nicht per se unwahr sein, aber solange sie wie eine Ideologie immer wieder unscharf begründet wird und man verlangt von der Gesellschaft, dass diese Ideologie geglaubt werden muss, ist es eine Ideologie. Und die Corona-Ideologie oder Religion, das war etwas, was die Regierung jetzt einfach mal so hinstellte. Und das Schlimme ist, dass einfach es nicht möglich sein darf, gerade in einer Schule, gerade in einer Mittelschule, eine Ideologie, eine vorherrschende Meinung zu hinterfragen. Warum soll das nicht möglich sein? Wenn wir jetzt das Beispiel mal von der Klima, von der Meinung, dass es einen menschenverursachten Klimawandel gibt, wenn wir jetzt mal von der ausgehen, dann weiß ich, dass Schulen diese Ideologie auch einfach quasi ihren Schülern und Schülerinnen überstülpen. Und die Schule hat immer auch in den juristischen Verfahren gesagt, ja, die Schule ist politisch neutral und drum darf ein Lehrer sich nicht politisch äußern. Und das ist ja eigentlich eine absurde Verdrehung. Eine Schule war noch nie politisch neutral. Ich habe 2 Jahre später Ukraine-Flaggen an der Türe derselben Schule gesehen, die mir gesagt hat, eine Schule hat politisch neutral zu sein und darum darf ich mich als Lehrer nicht politisch äußern. Und das ist einfach absurd und ich finde, die Menschen sollten das mal wissen, dass Schulen, das steht zwar in allen Schulgesetzen und Leitbildern, aber keine Schule ist politisch neutral. Es kommt einfach darauf an, hat man die Meinung wie die Regierung, die Schule dann einfach übernimmt oder die Mehrheit der Regierung. Und das ist, glaube ich, einfach ein Missstand in unserer Gesellschaft. Ja, absolut. Aber ich denke, das ist auch immer mehr Menschen klar, ja, dass Schulen zu Indoktrinierungsanstalten schon geworden sind und weiter werden. Ja, die EU
Da seid ihr jetzt nicht so betroffen in der Schweiz, aber wir in Deutschland und Österreich entwickelt ja Programme, ja, dass bestimmte Erzählungen, wie du sagst, über das Klima oder über Viren, über Impfungen, nur diese eine Meinung zählt, nur diese eine Ideologie zählt und alles andere nicht, ja. Und Die Gender-Frage dadurch hat es ja auch nicht nur einen politischen Charakter, sondern auch einen Sektencharakter, ja. Einen religiösen. Das sind so Glaubensbekenntnisse, die man nachzubeten hat. Was hat denn letztlich, Markus, zu deiner Kündigung geführt? Letztlich hat eine Rede dazu geführt, und zwar an einer Corona-Kundgebung in Wohlen selber, also an einer Anti-Corona- oder einer maßnahmenfeindlichen Kundgebung. Das war vom Stiller Protest organisiert. Das war am 20. Februar 2021. Ich habe 2 Wochen vor diesem Termin in Zug auch an einer Corona-Kundgebung der gleichen Organisation habe ich die Idee gehabt, so, ihr kommt in 2 Wochen nach Wohlen, ich möchte endlich mal auf einer Rednerbühne stehen. Ich hatte bis dahin noch keine Rede gehalten, öffentlich, weil ich habe eigentlich so viel zu sagen, es stinkt mir einfach. Ich habe dann die Chefin der Organisation gefragt, hey, du, kann ich eine Rede halten? Dann hat die gesagt, ja, selbstverständlich. Und in den 2 Wochen vorher war ich wirklich so ein bisschen in einem Ausnahmezustand. Ich war in einer extremen, wie soll ich sagen, so einer Stimmung, boah, eigentlich geht mir richtig gut. Ich möchte jetzt einfach den Menschen was erzählen. Und ich habe dann eine Rede geschrieben, die so ein bisschen um das Thema Liebe und Angst sich drehte. Also einerseits, oder die Menschen haben Angst, und zwar, weil ihnen der Herr Berse sagt, jetzt muss man Angst haben und jetzt muss man das machen. Und mein Credo war dann eigentlich auch, das einzige Mittel gegen Angst ist Liebe. Ich habe das, auch sagen ja viele philosophische, spirituelle Meister, und es war eigentlich für mich und ich glaube für viele Leute wirklich eine sehr schöne Rede. Und also du wolltest Rede, die Menschen bestärken, ne? Also du wolltest ihnen auch was geben in dieser Zeit der Not, was ihnen auch wieder Hoffnung und Halt gibt. Absolut. Ich glaube, es noch immer, Entschuldigung jetzt wegen dem Eigenlob, aber ich bekomme noch man immer... Man darf schon auf das, was man anderen gibt und was man weiß, was seine Begabungen sind, darf man doch auch schon stolz sein. Also ich bekomme noch immer jetzt auch 3 Jahre später von Menschen, die mich wiedersehen oder zum ersten Mal sehen, immer wieder extrem begeisterte Rückmeldungen. Und für viele war diese Demo auch so ein bisschen ihre erste Demo. Und habe gesagt, boah, also das hat mich umgehauen, was du damals gesagt hast. Mich selber hat's auch was umgehauen. Und trotzdem, ich habe natürlich irgendwie nach dieser Rede, ja, so ein Gefühl, alles oder nichts. Also möglich ist es oder es ist wahrscheinlich, dass ich jetzt die Kündigung erhalte. Und trotzdem habe ich gefunden, es war das Richtige. Spannend waren so diese, also die Begründungen dann, warum ich effektiv gekündigt wurde, war dann plötzlich die ganze Vorgeschichte einerseits. Andererseits eben, nein, es ist eigentlich nur diese Rede. Die Rede hat quasi das Fass zum Überlaufen gebracht. Und aber jetzt einerseits, der Rede, also auf was hat man da referiert, Markus? Genau. Also einerseits, Angst. Also das Absurdeste, das Absurdeste, Gretchen, war eigentlich, dass ich mich bei 3 Instanzen rechtfertigen musste, dass ich die Leute dazu aufgefordert habe, sich zu umarmen. Ich habe schon bei der ersten Instanz gesagt, meine Güte, also wollen wir jetzt ernsthaft über so ein lächerliches Detail diskutieren? Also es war das eine Detail. Und das andere juristisch gewichtigere war, dass ich zu zivilem Ungehorsam aufgerufen habe, weil in der Rede auch so ein Satz vorkam, macht einfach nicht mit.
Und weil ich eine Fasnachtsgruppe aus Einsiedeln, die damals entgegen dem bundesrätlichen Verbot trotzdem Fasnacht, weißt du was, also Karneval machte, weil ich gesagt habe, oh, das sind tolle Typen. Und diese zwei kleinen Äußerungen, die waren dann bis zum Bundesgerichtsurteil eigentlich so das Entscheidende, dass man dann sagen könnte, ich habe Treu und Glauben verletzt. Und alles andere, was ich in der Rede gesagt habe, sind wunderschöne Dinge und man soll sich nicht Angst machen lassen. Und Liebe heißt auch, die Kinder zu lieben und denen die Maske wegzunehmen, oder? Alle diese Dinge wurden nie geprüft, nie begutachtet, das hat alles nichts genützt. Und mein Anwalt hat gesagt, eigentlich sind es genau diese drei Worte, die dem Bundesgericht schlussendlich geholfen hat, das durchzubringen. Wenn jetzt die Rede nur ein bisschen anders formuliert gewesen wäre, hätten alle juristischen Punkte eigentlich für uns gesprochen. Man sieht doch daran, wie aufgeladen, ja, wenn man das jetzt so erzählt in der jetzigen Situation, ja, wie grotesk das ist, ja. Aber das zeigt, und ich bin froh und dankbar, dass du deine Geschichte hier jetzt auch erzählst, weil es ist ja auch manchmal so absurd, weil man das rückblickend anschaut, geht's dir auch so, dann muss man auch lachen, auch wenn's wirklich, ernst ist, ja. Es zeigt ja, wo eine Gesellschaft auch steht, in Bezug auf die bestehenden Gesetze, ja, die Grundrechte, die Meinungsfreiheit und so weiter. Mhm. Mir geht's gleich. Ich finde auch ebenso aus dem Rückblick und darum bin ich froh, kann ich jetzt nochmals ein bisschen aus einer Distanz darüber reden. Oder einerseits ist es so lächerlich, wenn die in einem Gericht Anwälte ernst oder irgendwelche Behördenfritzen ernsthaft fragen, ja, aber Sie haben doch gesagt, man soll sich umarmen. Und da gab es doch eine Bestimmung des Bundesrates, das wussten Sie doch, dass man das nicht macht. Und ich habe dann wirklich gesagt, hey Leute, ernsthaft, ich rede doch nicht über solch einen Scheiß. Was soll das Ganze, wenn ich sage, umarmt euch? Also erstens befehle ich es ja nicht. Und zweitens haben sich an dieser Kundgebung sowieso alle Leute schon permanent umarmt. Und das kann doch kein Verbrechen sein, oder? Und da merkt man aber, in was für einer Krankheit diese Gesellschaft ist. Diese Gesellschaft hat jeglichen Maßstab verloren. Also zumindest in dieser Zeit war es ja ganz schlimm, oder? Ich weiß ja nicht, ob das wieder mal irgendwie so ähnlich kommt. Aber man merkt, wie die Leute einfach durchgedreht sind. Einfach, das ist durchgedreht. Es gab ja auch diese Begrüßungen mit dem Ellbogen, das hat immer verwehrt. Oder das fand ich auch so albern. Ja, oder dass Leute zurückgeschreckt sind, wenn man nur ein bisschen näher kam. Oder ich war mit einer Freundin am Anfang der Zeit am Friedhof spazieren und dann wollte jemand uns ausweichen und ist so weit ausgewichen, dass er auf einen Grat draufgefallen ist. Ja, also es gab so viel Panik, bloß nicht jemandem nahe zu kommen. Und ich fand das von Anfang an, genau wie du, auch absurd. Mhm. Ja. Ja, aber lass mich noch einen Gedanken dazu formulieren. Das ist mir aufgefallen oder irgendwie bewusst geworden, auch durch ein Referat von Andreas Thiel, gerade kürzlich. Vielleicht musst du erklären, wer Andreas Thiel ist. Nee, aber machen wir jetzt nicht. Ich glaube, in der Schule. Also ich meine, er ist ja in der Schweiz auch sehr bekannt, aber er ist ja auch ein Kollege von mir, denn er schreibt natürlich ab und zu für die Welt. Genau. Okay. Oder eben auch für die Freien und ist ja Kabarettist und hält auch viele Vorträge. Ich habe auch schon einen von Andreas gehört, auch, auch immer mit viel Humor. Was eine mögliche Erklärung. Und auch ein großer Corona-Kritiker. Ne? Natürlich, also logisch. Was ich sagen will, was eine mögliche Erklärung, eine von vielen ist für das, was wir jetzt als absurd bezeichnet haben, könnte sein, dass in der Schule grundsätzlich normatives Denken, das in der linken Hälfte angesiedelt ist, gelehrt wird. Und es gibt ein Beispiel dazu. In vielen Schulen, auch an meiner, gab es wirklich absurde Situationen. Es gab ein Reglement, dass man Sitzungen an Tischen im Abstand von 3-4 Metern machen müsse mit Maske auf. Umgekehrt ging man nach dieser Sitzung gemeinsam an einen Apero-Tisch und hat dort die Maske wieder abgezogen, ist sie im Gespräch mit 1 Meter vertieft.
Und wenn man Lehrer auf diese absurde Situation angesprochen hat, habe ich gesagt, ja, Moment, also vorher haben wir 5 Meter Abstand und ich muss Maske tragen und jetzt muss ich die Maske nicht tragen oder auch diese Restaurantbestimmung, oder, dass man an den Tischen keine Maske trägt. Und wenn man Menschen darauf angesprochen hat, dann haben die irgendwie gar nicht gewusst, was ich meine. Die haben einfach gesagt, ja gut, die Norm, es steht halt so im Reglement. Und das ist ja eigentlich so wie das Gegenteil von Verstand. Also der Verstand sagte doch, das kann ja nicht wahr sein, das stimmt doch was nicht. Und dieses normative Denken, das ist ja das, was in der Schule auch häufig oder vornehmlich gelehrt wird. Ich glaube, das ist auch in unserer Gesellschaft einfach so fest drin. Dieses Normative, ja, der Bundesrat hat gesagt, und es gibt halt diese Verordnung, ich finde sie zwar selber nicht sinnvoll, aber ich mache es halt trotzdem. Und ich glaube, das ist für mich so eine Erklärung, wie man dieses absurde Theater eigentlich so, nicht, ich habe kein Verständnis dafür natürlich, aber es ist offenbar in der Gesellschaft weit verbreitet. Es ist eine Norm, es ist ein Reglement, man muss es tun. Ja, es gibt viele Erklärungen, ne? Auch auf einer psychologischen Ebene. Also ich glaube, wir haben in diesen Jahren auch viele Erklärungen auch gesucht, ja, um diesen Wahnsinn auch irgendwie zu verstehen und dem Herr zu werden. Jetzt hast du ja aber auch schon gesagt, und das ist ja auch eine wunderbare Seite an dem Ganzen, dass es neue Begegnungen gab, neue Entwicklungen. Du bist auf die Bühne gegangen, du hast zu Menschen gesprochen, du hast gemerkt, okay, Menschen hören mir zu, ich kann ihnen was sagen, ich kann sie stärken. Also das ist ja auch die andere Seite, die ich auch erfahren habe, dass viele neue Kontakte gekommen sind, auch wenn es Verluste gab. Genau, ich würde sagen... Wie war das bei dir? Genau. Es war ja so, ich wurde ja freigestellt, also im Februar 21, das heißt, ich durfte nicht mehr unterrichten, war aber ab August 21 erst arbeitslos. Das heißt, ich hatte eigentlich von Februar bis August viel Zeit und ich hatte auch genügend Geld, weil ich noch Lohn bekam. Und ich habe diese Zeit genützt, um mich politisch weiterhin zu engagieren und wirklich auch im Hinblick auf ein neues Leben mich auszurichten. Und das ist sehr spannend. Dort. Ich habe wirklich ein neues Leben angefangen. Also zuerst war es eine Art Flucht aus dem Kanton Aargau. Also ich habe zuerst meinen Wohnsitz gewechselt, zusammen mit meiner Freundin, die ich damals kennengelernt habe. Wir sind dann in den Kanton Nidwalden gezogen, wo ich jetzt noch wohne. Einfach, weil ich gedacht habe, ja, Moment, also diese Corona-Zeit, ich ziehe mal in die Innerschweiz und habe dort mal meine Ruhe. Und nach einer anfänglichen Flucht habe ich gemerkt, das ist das Beste, was ich je gemacht habe. Also ich fühle mich hier so 150%ig wohl. Ich habe so viele neue Menschen kennengelernt. Ich habe so viel gelernt über mich, über die Gesellschaft, auch über das, was wichtig ist. Ich meine, ich habe auch mal Sozialhilfe bezogen. Ich war verschuldet. Es gab auch schwere Zeiten jetzt in diesen Jahren. Und trotz allem habe ich gefunden, Moment, was ist wirklich wichtig? Und ich glaube, wichtig ist für mich jetzt wirklich geworden, diese Authentizität. Also diese 100%ige Echtheit, das ist das eine. Und einfach zu merken, wir müssen, oder es ist schön, mit Menschen eine Gemeinschaft zu bilden. Und zwar richtige Beziehungen zu leben mit vielen Menschen. Es ist schön, wenn man eine Zweierbeziehung hat, kann aber auch anders sein. Aber dieses mit dem Herzen auch richtig auf Menschen zuzugehen und dieses ganze Materialistische, dieses Materielle einfach auch nicht so wichtig zu nehmen. Und was ich auch gelernt habe, ist so dieses absolute Urvertrauen. Und das ist etwas, was mir vorher gefehlt hat. Ich glaube, durch diese zum Teil wirklich auch schweren Zeiten habe ich doch irgendwo paradoxerweise vielleicht auch so ein Urvertrauen mir angeeignet, dass ich heute einfach sagen kann, es kann eigentlich passieren, was will.
Mir kann letztlich nichts passieren. Und dazu braucht es wirklich das ganz bei sich sein, das in der Natur sein, das ist für mich ganz wichtig, dass ich verbinde mich sehr oft mit der Natur. So verbinde ich mich mit mir selber und so kann ich mich auch immer wieder mit Menschen verbinden. Und ich glaube, das ist ja das, was Graswurzel auch so schön macht, wo all diese vielen Organisationen und Vereinigungen, und ich finde das richtig schön. Und ich glaube, die Leute wie ich, die jetzt halt etwas erlebt haben, das sind dann aber, glaube ich, auch die, die eben wirklich in diese neue Zeit gehen. Und ich bin überzeugt, es braucht diese neuen Menschen und es braucht wirklich aber auch Mut, es braucht Verantwortlichkeit für sich selber und es braucht nicht Anführer oder Menschen, die etwas für dich tun, sondern geh in die eigene Verantwortung. Lass dir helfen, verbinde dich mit Menschen, aber mach nicht das, was jemand anders für dich vormacht. Das hab ich auch gelernt. Ja. Also Selbstverantwortung ist auch aus meiner Sicht der wesentliche Schlüssel. Und da können wir alle noch viel mehr sicher stehen in dieser Selbstverantwortung, ja, weil viele das ja vorher nicht gewöhnt waren. Und so wie du es ja auch schilderst, du bist aus einer Welt rausgefallen, oder wie würdest du sagen, und jetzt auf einen neuen Weg gebracht worden. Genau, also das ist aus der einen Welt raus, richtig. Und einfach auch, ich habe viel über mein Wesen auch erfahren und bin zu einer richtig neuen Kraft gekommen, die ich vorher eigentlich nie so gespürt habe, weil ich in dieser alten Welt halt doch irgendwo behütet war. Ich hatte materiell alles, es war alles nett. Und doch habe ich nach irgendetwas gesucht, auch nach etwas Tieferem, nach einer größeren Aufgabe. Und diese Aufgabe hatte ich dann auch in der Corona-Zeit, wo ich mich wirklich viel für die Gesellschaft engagiert habe. Und jetzt sehe ich sie eher so, eigentlich auch in meiner Beziehung. Das ist eine Aufgabe. Es ist eine Aufgabe für Menschen, anders da zu sein als politischer, ich sage jetzt mal, Held, sondern mehr für die Menschen in meinem Umkreis ein offenes Ohr zu haben, mich mit Menschen zu verbinden und einfach auch vorzuleben, was ich denke, müssen wir alle hin, eben dieses bei sich sein, dieses präsent sein, dieses Bewusstsein und zum Beispiel nicht immer vom Staat irgendwelche Hilfe zu verlangen oder von diesen Menschen, sondern grundsätzlich, ich bin verantwortlich für alles, was ich tue, auch was ich erleide letztlich, weil ich erschaffe ja mein Leben und das all diese Dinge waren mir halt nicht bewusst. Ich habe natürlich ganz viel gelesen und habe mit so vielen spannenden Menschen zusammen sein dürfen oder all diese wertvollen Menschen und ja, das ist richtig schön. Also ich bin, glaube ich, schon ein neuer Mensch geworden. Ja. Ja, ein neuer Mensch geworden. Also liegt ja in all diesem Schweren etwas, also würdest du sagen oder so gefragt, dass du dankbar bist für diese Zeit? So klingt das zumindest. Ja, Gretchen, das würde ich sagen letztlich. Ich bin, glaube ich, für alles dankbar, was mir passiert ist. Und ich denke, ich würde alles genauso wieder tun. Vielleicht wäre ich ein bisschen abgebrühter in gewissen Dingen oder ein bisschen cleverer, aber eigentlich, ich bin auch immer so ein Mensch, der zu seinen Emotionen steht und wenn mich etwas nervt, dann nervt mich's und dann muss es raus und dann gehe ich halt irgendwo aufs Ganze und ich muss sagen, auch nach dieser Rede, es war eine so, so schöne Zeit, dass es gab so unglaublich viele Reaktionen. Nicht, weil es die mir geschmeichelt haben, das auch, sondern ich war dort wirklich auch so ein bisschen, weißt du, zumindest so ein bisschen ein Vorbild, dass viele Menschen auch sich überlegt haben, ja gut, also es ist möglich, mutig zu sein. Es hat dann zwar Konsequenzen, aber viele haben mir wirklich so gedankt.
als sie gesagt haben, du hast uns in vielem so ein bisschen die Augen geöffnet. Und das war richtig schön, dass ich hatte irgendwie 200 neue Facebook-Freunde, meistens Freundinnen, und die eine hat sogar scherzhaft gesagt, ich würde dich heiraten, wenn, also es war wirklich so lustig, was diese Rede dann so, was die. Ja, und man kann das ja dann auch genießen, ja, ich meine, dann hat, man hat diese ganzen Grenzungserfahrungen, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, ich interessiere mich nicht für dich, und natürlich, ja, dann kommt plötzlich so viel Wärme und Zuspruch, das genießt man, da badet man ja dann auch drinnen, das ist doch auch absolut, ganz logisch. Ja. Ja, also das ist sehr, sehr wohltuend. Was machst du denn, oder ja, du bist jetzt so mit deiner Gruppe auf neuen Wegen, du sprachst auch von neuen Menschen, also der neue Mensch an sich, ne, als Begriff meine ich das. Aber was, wie stehst du zur Gesellschaft? Also hast du da Bezüge, befremdet dich vieles? Findest du da noch sozusagen Anschluss oder willst du das auch gar nicht mehr? Ich bin eher der, der jetzt, wie soll ich sagen, ich bin mehr oder weniger konsequent und sage, okay, vieles an der Gesellschaft ist nicht mehr für mich. Ich fühle mich in vielem nicht mehr wohl, beispielsweise wenn ich in Städte gehe. Ich weiß nicht, Zürich ist zum Beispiel ganz schlimm für mich, einfach so energetisch. Ich fühle mich da nicht wohl, es ist alles so schnell und die Menschen mit ihren Handys, und man hat das Gefühl, die sind ständig irgendwo zu einem Geschäft unterwegs. Also da kann ich mich gut zurückziehen. Ich wohne in einem Dorf, leicht oberhalb von der Gesellschaft quasi, es ist ein bisschen weit weg. Es ist ein sehr intaktes Dorf und ich habe dort meine guten Freunde. Ich gehe aber auch mit Leuten zum Beispiel, die politisch ganz anderer Meinung sind, auch mal ein Bier trinken. Oder wir haben eine Jassrunde, das ist das Kartenspiel, und das ist, besteht seit 15 Jahren. Die wissen, dass ich ganz anderer Meinung bin in politischen Dingen, aber wir klammern dann einfach Politik aus und haben es gut miteinander. Ich sage jetzt, ich kann grundsätzlich mit jedem Menschen gut auskommen. Man muss einfach sehen, dass sobald es politisch wird oder werden könnte, da merke ich, bin ich dann sehr oft ein bisschen ungeduldig. Also ich kann zwar ein, zwei Argumente sagen, wenn dann mir jemand zuhört. Und wenn es dann eine Diskussion gibt, dann ist es schön, dann kann ich auch sehr tolerant sein, aber wenn nach einem Argument eigentlich sofort gesagt wird, nee, das interessiert mich nicht, du bist ein Schwurbler oder was nicht, dann muss ich sagen, ja gut, okay, ich brauche den Kontakt eigentlich nicht mehr. Ich muss auch nicht einen wahnsinnig großen Freundeskreis haben, also ich bin vom Naturell her, sag ich mal, eher ein Einzelgänger, also ich komme mit wenigen Freunden aus, die habe ich hier, und dann gibt's natürlich die ganz große Community, sage ich jetzt mal, oder ich gehe viel an URIG-Veranstaltungen. Ich bin in vielen URIG-Vereinen Mitglied. Ich bin so in der Region, ja, ich bin verwurzelt und ich habe genug zu tun. Ich arbeite wieder, ich habe eine Beziehung. Ich gehe viel in die Natur, ich möchte Sport machen, ich mache Musik. Also ich finde, mein Leben ist wahnsinnig erfüllt. Ich habe eigentlich viel zu wenig Zeit, um alles zu tun. So, aber es ist keine Sehnsucht, da irgendwo wieder zurückzukehren, wo du mal losgegangen bist, ja. Also Nein. Es ist dann so wie so Parallelwelten, die sich da so gebildet haben. Oder wie würdest du das nennen? Also ich denke, diese Parallelwelten haben sich gebildet. Das ist ein Fakt und ich glaube, das wird sich auch nicht wirklich ändern. Also ich höre viel Egon Fischer. Und die Nachrichten aus der geistigen Welt sind eigentlich eindeutig. Also es wird. Egon Fischer, wir sagen es kurz, ist ein österreichischer Juniorprophet, der auch oft von getrennten Welten spricht. Genau. Und ich glaube ihm jetzt, und ich habe das wirklich das Gefühl, es sind diese parallelen Welten. Man muss das nicht in dem Sinn kritisieren, dass man ständig Brücken bauen will. Ich meine, ich bin ein offener Mensch und wir haben auch eine Gemeinschaft hier in der Gegend, wo eigentlich alle Menschen willkommen sind. Also, aber ich bin jetzt nicht der aktiv Brücken baut und sage, wir müssen diese Spaltung der Gesellschaft überwinden. Ich finde das nicht sinnvoll und ich glaube, es ist auch nicht im göttlichen Plan. Also, es ist so meine Überzeugung. Und darum
sage ich, okay, ich glaube, es wird sich ein bisschen teilen. Ja. Das ist für dich in Ordnung, so verstehe ich dich. Mhm. Genau. Meine letzte Frage, lieber Markus, ist immer offen. Also das bedeutet, ja, was will noch gesagt werden? Was liegt dir noch am Herzen? Was möchtest du noch denen? Und danke, dass ihr uns zugehört habt und danke auch an dich, dass du uns mitgenommen hast in diese Phase deines Lebens. Was will jetzt noch, ja, was will jetzt noch ausgesprochen werden? Okay, ich finde, es wird oft von Spiritualität und Erwachen geredet. Und meine Meinung zum spirituellen Wesen ist eigentlich die, ich finde das wichtig, wer wirklich spirituell ist und wirklich erwachen möchte oder sich als Erwachter bezeichnen will, der muss drei Dinge in seinem Leben üben. Liebe, Bescheidenheit und Geduld. Das sind so für mich drei ganz wesentliche Werte, die einen erwachten, einen Menschen der neuen Welt ausmacht. Und das ist eine Arbeit, glaube ich. Und das ist das, was ich mir vorgenommen habe für meine Lebensjahre bis zum Ende. Und das Zweite, was ich sagen will, ich glaube, es ist das Allerwichtigste jetzt auch in der nächsten Zeit, sehr bewusst und sehr mit sich verbunden durch die Welt zu gehen. Also in jedem Augenblick präsent, weil ich denke, es wird noch einiges passieren in diesem und im nächsten Jahr. Nachher wird es dann besser. Also alle, die zuhören, seid präsent, verbindet euch mit der Natur, mit euch selbst und mit den anderen Mitmenschen. So machen es nämlich die Naturvölker, die sind Meister darin, also mit dich selbst verbinden, mit der Natur und mit den Mitmenschen. In Liebe, Bescheidenheit und Geduld. Tönt wie ein... Danke. Okay. Aus deinem Herzen gesprochen, empfange ich es in meinem Herzen und sicher alle, die uns zuhören. Also bleiben wir im Vertrauen, lassen wir uns nicht erschüttern, rechnen wir mit allem, aber wir kommen da gut durch. Und du hast uns ja da auch ein paar Hinweise gegeben, wie es gehen könnte. Markus, lieben Dank und mal sehen, was uns noch alles erwartet.